Können. Freizeitaktivitäten. Leisure activities. In this video, we will put the verb können into context and we will review the use of the adverb gern. So, how could you say, I can play well? Ich kann gut spielen. And if you want to be more precise, you can say, ich kann sehr gut spielen. Ich kann relativ gut spielen. Ich kann nicht so gut spielen. Or even, ich kann nicht gut spielen. And then you can also add an object. For example, ich kann gut Karten spielen. Ich kann sehr gut Karten spielen. Or Fußball spielen. Ich kann relativ gut Fußball spielen. Ich kann nicht so gut Fußball spielen. Yeah? Now I will have some questions for you. Kannst du gut singen? You could have answered, ja, ich kann sehr gut singen. Ich kann gut singen. Ich kann relativ gut singen. Ich kann nicht so gut singen. Or ich kann nicht gut singen. Kannst du gut reiten? On a horse, can you ride well? Mhm. Ich kann nicht so gut reiten. Kannst du gut Karten spielen? Mhm. Ich kann gut Karten spielen. Kannst du gut Fußball spielen? Ich kann nicht gut Fußball spielen. Kannst du gut Deutsch sprechen? Ich kann gut Deutsch sprechen. And for you, you can say, ich kann noch nicht so gut Deutsch sprechen. Not that well yet. Ich kann noch nicht so gut Deutsch sprechen. Yeah? Now let's combine this with was machst du gern? What do you like to do? Singst du gern? You can simply say, ja, ich singe gern. Or you are more precise and you can say, ja, ich singe sehr gern. Ja, ich singe relativ gern. Ich singe nicht so gern. Or nein, ich singe nicht gern. And after gern, you have the possibility to add an object if you want to. Now, to combine können and gern, you can make a sentence like that. Ich kann sehr gut singen und ich singe sehr gern. Or, ich kann nicht gut singen, aber ich singe relativ gern. Yeah, do you understand how it works? Now, let's talk about malen. Kannst du gut malen und malst du gern? Ich kann relativ gut malen und ich male gern. Kannst du gut erklären? Ich kann gut erklären und ich erkläre sehr gern. Kannst du gut kochen? Ich kann relativ gut kochen und ich koche sehr gern. Kannst du gut Kaffee kochen? Ich kann nicht so gut Kaffee kochen und ich koche nicht gern Kaffee. Kannst du gut Volleyball spielen?
Ich kann gut Volleyball spielen und ich spiele sehr gern Volleyball. Kannst du gut tauchen? Ich kann nicht so gut tauchen, aber ich tauche relativ gern. Kannst du gut Skifahren? Ich kann relativ gut Skifahren und ich fahre sehr gern Ski. Kannst du gut Schlittschuh laufen? Ich kann gut Schlittschuh laufen und ich laufe sehr gern Schlittschuh. Kannst du nähen? Ich kann nicht gut nähen und ich nähe nicht so gern. Kannst du gut tanzen? Kannst du tanzen? Ich kann nicht so gut tanzen und ich tanze nicht so gern. Kannst du gut Klavier spielen? Ich kann nicht so gut Klavier spielen, aber ich spiele relativ gern Klavier. Good, interesting. Now, download the PDF and do the homework. There will be more questions about backen, fotografieren, Vokabeln lernen, schlafen, schwimmen, surfen, Tennis spielen, Skateboard fahren, Fahrrad fahren, Auto fahren, Gitarre spielen und Geige spielen. And if there are other things that you like to do that you want to share with us, write them down in the comment section. Have you seen that we have a free membership on germantogo.com? I would love to have you join as a member. More information in the description below. Tschüss!